Herren, ich begrüße Sie ganz, ganz herzlich heute Nachmittag zu unserem diesmal Plauder-Porträt mit Nikolaus Schapfel. Nikolaus hat sich das so gewünscht, dass wir im Dialog etwas aufbauen hier. Ich freue mich ganz besonders, dass er unserer Einladung gefolgt ist. Er ist, kann man ruhig sagen, einer der sehr erfolgreichen Komponisten Salzburgs. Er wohnt seit langem in Salzburg, ist aber nicht nur Salzburger, sondern ich würde mal sagen, ein bisschen auch ein Kosmopolit. Er ist schon viel herumgekommen und hat auch eine sehr weite und weitreichende Kultur. Und das merkt man. Das merkt man, wenn man mit ihm sich unterhält. Und daher war es ein Vergnügen, unsere Präliminarien, war ein großes Vergnügen, sich mit ihm darüber zu unterhalten. Ich will vorausschicken, wenn jemand nicht des Deutschen mächtig ist, gerne Fragen stellen. Wir werden auch den einen oder anderen Begriff, falls es Nikolaus oder mir notwendig erscheint, werden wir ihn auch auf Englisch prägen können, übersetzen können, obschon das jetzt nicht unsere Muttersprache ist, also das Englische. Aber wir werden uns da auch sehr, sehr bemühen. Es ist, glaube ich, kein großes Problem. Die erste Frage, die ich eigentlich Nikolaus stellen möchte, weil sie mich natürlich brennend interessiert, das ist, wie kommst du eigentlich zur Komposition? Wie kommst du zur Musik? Wie war eigentlich dein erster Werdegang? Wie kommt man zur Komposition? Wenn ich darf, möchte ich deiner Frage vorausschicken, meinen Dank, dass ich heute hier mit dir zusammen zurückblicken und vorausblicken darf, weil das ist was ganz Besonderes, das war mir vorher gar nicht bewusst. Einmal zu sehen, wo stehe ich selber als Künstler, als Komponist, was habe ich bisher getan, was sind die Kriterien meines Handelns gewesen, war es gut, inwieweit muss ich mich korrigieren oder wie kann der Weg weitergehen. Insofern mit dir das zu machen, ein ganz besonderes Geschenk. Also wie ich angefangen habe zu komponieren, glaube, das ist bei keinem Musiker oder Komponisten eine Entscheidung. Ich habe einfach selber gemerkt, dass die Musik, die Stücke, die ich spiele, auf dem Klavier eine Struktur haben und dass es gewisse Gesetze gibt in der Harmonie, in der Musik. Und dann bin ich dem nachgegangen und dann habe ich gemerkt, mit diesen Kenntnissen, die ich habe, ganz einfach schon, kann man ja schon ganz einfache kleine Stücke machen oder etwas erfinden. Und so ist das entstanden. Ja. Wann war das ungefähr? Zu welcher Zeit, zu welchem Alter hast du das so gemerkt? Schon mit 8, 9 Jahren. Schon mit 8, 9 Jahren, ja. Und gibt es da schon also erste niedergeschriebene Stücke von dir? Mein erstes niedergeschriebenes Stück stammt aus dem Alter von 14 Jahren. Aha. Und wann bist du geboren, wenn ich das mal so fragen darf? In welchem Jahr? 1963. 63. Und dein Hauptinstrument war Klavier? Ja. Ja, ja, ja. Und gibt es da irgend schon Aufnahmen aus dieser frühen Zeit? Könnte man sich da mal was anhören, um zu sehen, wie hast du da gestartet? Oder sagen wir mal, wenn es auch ein bisschen später ist, aber da gibt es wahrscheinlich doch so schon erhaltene Aufnahmen, also, oder? Aufnahmen gar nicht. Nichts, nein. Es gibt Noten, aber keine Aufnahmen. Was würdest du denn jetzt, sagen wir mal, als die ersten Stücke, mit welchem Alter, die ersten Stücke bezeichnen, wo du sagst, die würden heute auch noch gelten? Also da würde ich eigentlich sagen, das wären Stücke, die kann ich noch jedem zeigen. Also da würde ich sagen, dann habe ich eigentlich relativ spät richtig zu komponieren begonnen, so im Alter von 24, 25. Ja. Da habe ich Stücke komponiert, Gedichtvertonungen, die auch heute noch im Gebrauch sind. Ja, ja. Mit 18 habe ich ein großes Klavierwerk komponiert, so mehr so im Stil von Sinding, Frühlingsrauschen, sehr stark von Chopin beeinflusst. Ja, ja. Und dann kam die Bach-Phase und alle möglichen Phasen. Mhm. Aber so, ja. Ja, ja. Was könnten wir jetzt zum Beispiel hören? Hätten wir da ein Stück, wo wir diese frühe Phase eigentlich dokumentieren können? Also ich bin ja eigentlich dann wieder eingestiegen in die Musik, so im Alter von 23, 24,
nachdem ich auch mal gedacht habe, ich möchte ein Schriftsteller werden, habe mich sehr viel mit Gedichten befasst und habe dann angefangen, Gedichte zu vertonen. Yeah. Und habe das einer Opernsängerin gezeigt und die hat es dann gleich gesungen. Und es war also besonders angetan hatten es mir Gedichte von Paul Celan. Ich würde gerne noch ein anderes Lied daraus vorstellen. Das hat er über seine Mutter komponiert, das heißt Espenbaum. Gewesen sein. Ich kenne ja unsere Kompositionslehrer und die haben ja, glaube ich, doch alle eine Tendenz zur, nennen wir das mal Avantgarde, in irgendeiner Weise. Und wie hast du auf sowas reagiert? Das ist ja eine sehr interessante, wenn wir jetzt auch diese Lieder hören. Wie war das für dich? Was hast du da herauskristallisiert und wie ging das? Das also, ja? Natürlich, jeder, der in diese Zeit hineingeboren wird und mit Kunst